wieder einmal willkommen zusammen bei Pierre Slot Racing und beim dritten Teil des Baus des Dioramas, der Fotobox im Look einer Werkstatt. Ja, es hat jetzt ein bisschen gedauert, aber ich verspreche euch, wir werden heute damit auch endlich mal fertig, um dieses Thema hier auch mal abzuschließen. Im Teil 1 hatten wir ja das Gebäude errichtet aus Hartschaum, strukturiert, bemalt, einen gewissen Look verpasst. Im Teil 2 das Ganze etwas mit Leben gefüllt schon mal, ein paar Modellbaugeschichten waren dabei, ein paar Eigenbauten und jetzt gehen wir in den dritten Teil über und werden damit auch fertig. Auch wieder etwas Basteleien, aber auch so 2-3 Eigenbauten kommen hier auch nochmal vor. Die könnten ja ganz interessant sein. Also, es wird wieder gebastelt. Pierre bastelt. So ein wenig geht man ja auch mit der Zeit, deswegen habe ich mir hier schon mal einen Monitor an die Wand gebracht und zwar eine Grafik auf Fotopapier ausgedruckt und diese dann zurechtgeschnitten auf eine entsprechende Polystyrolplatte, die ebenfalls zurechtgeschnitten ist. Und mit dem gleichen Prinzip habe ich hier auch so ein kleines Laptop gebaut. Man möchte ja auch so ein bisschen, ja, die Fahrzeugtelemetrie auslesen können. So, und auf dem Hochregal soll da so ein bisschen Schrott, bisschen Altmetall, was auch immer, Ersatzteile liegen. Da hatte ich hier noch Reste von irgendeinem Bausatz schon ein bisschen lackiert draufgelegt. Jetzt brauche ich noch ein bisschen mehr, weil es noch nicht ausreicht. Und da bediene ich mich wieder einfach bei den Gussformen und mache mir einfach hier so ein paar Rohrstapel zurecht. Einfach zurechtschneiden, abschnippeln, dann werden sie miteinander verklebt. Dann können wir es erstmal trocknen lassen. Ja, und wo ich dann gerade schon hier mit den Gussformen hantiere, kam mir auch die Idee, ich hätte ganz gerne auch so eine Art Reifenschubwagen, wie richtig heißt, ja, so ein Wagen mal grob skizziert, wie ich mir das so vorstelle und bediene mich halt eben für die Grundstruktur bei den Gussformen eines Modellbausatzes. Mal kurz ermitteln, wie breit die Stangen quasi auseinander sein müssen, damit die Reifen drin liegen können. Ordentlich wieder die Ecken und Kanten feilen und damit auch gleichzeitig anrauen, damit es auch besser klebt. Und dann erstmal schön trocknen lassen. In der Zeit sind die Rohrstapel schon mal getrocknet, die wir jetzt schon mal beginnen können zu lackieren. Und dann trocknen auch diese wieder. Und während das alles so vor sich hin trocknet, kommen wir zu dem nächsten Eigenbau. Ja, und wie und ob mir das gelingt, werden wir einfach mal schauen. Wir sind gespannt. Und zwar hätte ich ganz gerne hier unter dem Hochregal immer so ein Fahrzeug stehen, das unter so einer Abdeckplane steht. Und die versuche ich hier aus so einem Stück, ja, Pappe, Papier, dickes Papier, Kartonpapier, wie man es mal nennen mag, zu realisieren. Und meine Idee ist halt, etwas Holzkleber mit Wasser verdünnt auf dieses Papier auftragen, damit es so ein bisschen stabile Form am Ende bekommt, weil sonst liegt das einfach nur so drauf, so richtig eng ans Fahrzeug kriegt man das nicht ran. So als Form habe ich mir dann mein Opferauto aus den Testberichten mal genommen und fixiere dann auch noch mit Schnellgummis eben das Papier um den Wagen drumherum und pinsel dann noch weiter mit dem in Wasser verdünnten Holzleim und lasse das Ganze dann natürlich wieder ordentlich trocknen und dann bin ich mal gespannt, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Und während das eine Projekt jetzt trocknet, können wir uns wieder ranmachen, das nächste zu bearbeiten. Und zwar hier der Reifenwagen. Jetzt brauche ich noch ein paar kleine Querverstrebungen, ebenfalls wieder aus Resten der Gussform. Die kommen da so ran und da habe ich vorher, weil das ja alles rund ist, ordentlich ein bisschen was reingefeilt, damit dann dort auch irgendwie, ja, mehr Angriffsfläche für den Kunststoffkleber ist. Und dann wird das Ganze einfach verklebt. Nach einer gewissen Trocknungszeit schon der nächste Schritt und zwar oben jetzt etwas dünnere Stangen und zwar diesmal aus Zahnstochern, weil ich muss mal gucken, irgendwie haben wir ja 1:32er Figuren und so ein dickes Rohr kann der gar nicht richtig rumfassen, dachte ich mir so, deswegen oben, wo man dann anfassen könnte, etwas dünner. So, während das wieder trocknet, ist das andere getrocknet und zwar die Rohrstapel und an den Kopfenden nehme ich mir einfach ein bisschen schwarzen Lack und deute somit ein Hohlrohr an oder mehrere Hohlrohre. So, die Rohre sind jetzt auf dem Hochregal untergebracht, wie auch der restliche Schrott, Ersatzteil, Kram, was auch immer. Und jetzt ist hier der Reifenwagen auch schon mal getrocknet, passt alles soweit. Und natürlich muss der irgendwie von A nach B geschoben werden können. Der braucht also noch Rädchen. Da nehme ich mir wieder hier den Rest eines Mundduschenschlauchs und schneide mir so einige Ringe ab. 4 Stück an der Zahl, wenn ja bloß 4 Räder. Und die verklebe ich halt auch mit dem Kunststoffkleber an dem Rollwagen, der dann wird. Auch das wieder ein bisschen trocknen lassen, geht auch manchmal nicht so einfach. Dann will der Draht da nicht so sitzen, wo es soll. Dann habe ich mir oben noch eine Platte wieder aus Polystyrol raufgeklebt. Da kommt dann nachher noch was drauf. Und da ja der Schlauch so hohl ist, schmiere ich ihn einfach mit Holzleim aus, damit das Rad halt massiv wird. Das von allen Seiten und dann wieder ordentlich trocknen lassen. Und dann kann man das hinterher auch ordentlich bemalt.
Ja, und so ist er dann fertig, der Reifenrollwagen. Jetzt haben wir auch einen passenden Namen dafür. Oben das Laptop drauf, unten die Räderchen, die Reifen rein und fertig ist dieses Wägelchen. Ja, und dann ist inzwischen auch schon hier diese Abdeckplane getrocknet. Ist relativ stabil, sieht auch ganz gut aus. Ich muss mal schauen, ob denn der Kleber vielleicht zu stark glänzt oder ob man das vielleicht sogar einfach so lassen kann. Wir parken erstmal ohne Fahrzeug unter dem Hochregal. So, dann habe ich hier noch ein drittes Modellbauset, ein Field Workshop, auch wieder im Maßstab 1:35. Da werde ich jetzt nur ein paar Teile von benutzen für die Werkstatt. Das zeige ich jetzt auch gar nicht, ist halt reiner Modellbau, aber wieder sehr gut gefüllte Kiste, auch wieder mit Foto-Ads-Teilen. Ja, und den Rest kann man mal irgendwie für ein weiteres Diorama verwenden. Aber jetzt kommt wieder ein bisschen Eigenbau, und zwar ein klein wenig Hartschaum benutze ich jetzt mit meinem Heißdrahtschneidegerät. Schneide mir erstmal so einen Streifen ab und aus dem dann so 6 kleine Würfelchen. Ja, was wird das wohl werden? Ach ja, und ich es vergesse, klar, unterhalb der Videobeschreibung meine verwendeten Materialien, falls denn jemand auf die Idee kommen sollte oder vielleicht Spaß dran finden sollte, so etwas oder sowas ähnliches nachbauen zu wollen. Aber weiter im Text. Bereit liegt die Schneideunterlage und ich nehme wieder hier meine 1 mm starken Balsaholzplatten und schneide mir erstmal hier 6 kleine Holzstreifen zurecht. Dann lege ich es schon mal grob in Form. Na, gibt schon die ersten Ideen. Da kommt nämlich jetzt wieder Holzkleber rauf an die Enden und in die Mitte. Und dort werden halt diese Hartschaumwürfel verklebt. Und auf diese Würfel kommt ebenfalls Holzkleber rauf. Und die übrig gebliebenen 3 Holzstreifen. So langsam ins Gesicht an. Ne? Dann schneide ich mir noch etwas längere Streifen zurecht. Gleiche Breite ungefähr. Und die kommen dann oben da rauf. Ja, jetzt erkennt ihr es bestimmt, das soll mal eine Palette werden. Na klar, auch die Holzteile werden jetzt hier oben mit Holzleim drauf verklebt. Und dann können wir das wieder erstmal schön aushärten und trocknen lassen. Wo ich gerade die Schneidematte hier habe und das Cuttermesser, nehme ich mal hier so einen Merkzettel, so einen gelben, und schneide mir daraus mal ein paar kleine Quadrate. Und zwar, die Einfälle kommen aus so beim Basteln, wieder ein Stück Polystyrol-Kunststoff, den silberfarben angemalt, und jetzt habe ich einfach mal da so ein paar kleine Mini-Notizzettel raufgeklebt. Noch hier und da eine kleine Notiz und fertig oder fast fertig ist ein kleines Memo-Board. Ja, und wie auch vorhin beim Monitor mal erwähnt, habe ich jetzt auch hier auf Normalpapier allerdings ein paar Grafiken ausgedruckt. Fluchtschilder, Hinweisschilder, der Verbandskasten, der wird wieder auf so ein Stück Hartschaum geklebt. Und dann schneide ich mir halt diese Schildchen hier aus, bringe die dann Stück für Stück an und in der Werkstatt an. Verbandskasten auch ausgeschnitten, umgefaltet und auch hier mit lösungsmittelfreiem Kleber arbeiten. Einfach einen Papierklebestift. Draußen die Beschilderung, dass einem dann bitte auch mal niemand mal die Tür zupackt. Na, ganz wichtig. Und inzwischen ist auch bei der Palette alles, ja, Paletti. Jetzt grundiere ich sie wieder mit Acrylfarbe. Auch hier wieder mal lösungsmittelfreie Farbe, damit sie halt den Hartschaumbereich nicht anfrisst. Und nachher kann ich nochmal mit Lackfarbe rübergehen. Und so wie hier jetzt mit wasserverdünnter Acrylfarbe das Ganze ein bisschen wieder mal verschmutzen. Und dann wäre das Kapitel hier mit der Palette auch beendet. Dann würde ich mal sagen, sind wir mit dem Ausbau der Werkstatt soweit fertig. Jetzt lasst uns doch mal einen Blick reinwerfen. Ja, werden da Erinnerungen wach an die vielleicht Augsburger Puppenkiste? Ja, klasse, oder? Also die Augsburger Puppenkiste natürlich. Klasse. Ja, da hinten steht das Fahrzeug unter der Abdeckung. Hier haben wir die Palette mit einem Motor drauf. Da ist wieder der Reifenwagen, links und rechts die Beschilderung, der Monitor, das Interieur sowieso. Das Hochregal ist auch ganz gut bepackt. Die Rohre, zum einen Überflug nochmal. Dann links der Verbandskasten. Ja, mal vielleicht auch mal einen Blick durchs Fenster wagen.
und ansonsten war es das soweit. Noch ein paar Fotos, ein paar Impressionen. Ach ja, da kommt ja auch noch so ein Kandidat, und zwar dieser BMW Z4. Das wird noch ein eigener Film, weil der hat das Problem, der gehört wirklich in die Werkstatt. Da sind die Schraubenköpfe abgeknibbelt. Ich krieg den nicht mehr auseinander. Ich warte jetzt hier auf ein spezielles Werkzeug und dann versuche ich mal, den Wagen noch irgendwie zu retten. Das ist aber auch ein Resultat, bin ich selbst schuld dran, eines meines ersten Tuning-Versuchs bezüglich Fahrzeug tiefer legen. Da kann man mal ein Filmchen drüber machen, was man auf keinen Fall machen sollte, was man lieber lassen sollte, um sich nicht das Fahrzeug zu versauen. Naja, ansonsten noch ein paar Bildchen. Und dann soll es das für heute auch schon wieder gewesen sein. Ist echt ein Dreiteiler geworden. Meine Güte. Aber ich hoffe, ihr habt wieder Spaß daran gehabt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, bei welchem Thema auch immer, hoffentlich wieder. Auf jeden Fall wird diese Fotobox hier dann auch ihrem Namen Ehre machen. Und auch mal so einige Fotos werden damit gemacht. Dann macht es gut bis dahin. Und wir sehen uns beim nächsten Mal hoffentlich wieder. Ciao, ciao.